Was sind unternehmensinterne Informationsquellen? Nun, solche unternehmensinternen Informationsquellen sind zum Beispiel das Rechnungswesen. Und Sie wissen, Rechnungswesen und Controlling sind sehr dicht beieinander. Also kann man auch sagen, im Rechnungswesen Controlling finden wir Informationen oft, die wir brauchen. Die Marktforschung. Wir haben im letzten Video gelernt, Informationen ist der relevante Teil von Daten. Also es kommt natürlich immer darauf an, was will ich wissen. Ja, wir sind hier im Grunde wieder im Allgemeinen, denn in der Marktforschung gibt es ja andere Informationen als im Rechnungswesen und Controlling. Also halten wir das jetzt wieder allgemein, allgemeine Informationsquellen, dann das Personalinformationssystem, PIS, Personalinformationssystem, das Intranet und ganz wichtige Informationsquelle ist der Flurfunk, die Gerüchteküche. Ja. Nicht, dass das immer alles stimmt, aber manche Dinge stimmen und manche Dinge muss man eben auch wissen. Ja, Flurfunk. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.